Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kind of Lamp. So, wir sind gestern stehen geblieben. Wir haben alles ein bisschen erweitert. Ne? Wir haben was Hübsches zum Unbaiten haben wir erweitert. Wir haben uns auch eine Vogelscheuche gebaut, damit die dämlichen Viecher nicht immer unsere Samen und Koja raussnacken. Auch ganz, ganz wichtig. Ich sehe auch gerade theoretisch jetzt noch mal eine Predigt halten, wäre eigentlich arschlos. Aber wir haben eine Wieses-Doktrin, genau. Ach, dazu brauchen wir irgendwelche Herzen. Wir verkünden erstmal die Doktrin. Ach so, ja, sorry, ich habe kurz geschlafen. Letzte Folge habe ich es noch gemacht, jetzt mache ich es halt gar nicht. versichere Ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Ah, okay. Arbeiten und beten, jenseits 1. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Predige von Wert irdischer Güter. Unterweise sie in den Liturgien rund um ihr tägliches Brot. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal das ob. Ich habe gerade keine Ahnung. Kann ich da wieder zurück? Nein, ne? Ja, damit. Okay, Doktrinauswahl. Die Notwendigkeit des Opfers oder der Komfort des Jenseits. Eigenschaften, Glauben ans Opfer. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. 20 plus 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Mashallah, dann würde das für den einigen das Ganze wieder aushebeln, die sagen, minus 10 Glauben, wenn einer geopfert wird oder wenn einer stirbt. Wäre natürlich praktisch, ja. Was haben wir hier drüben? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verlieren nur 5 statt 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Hier geht es darum, ums Sterben. Hier geht es ums Opfern. Fuck, das Spiel ist bösartiger als gedacht. Ich glaube, jetzt kommt es auch drauf an, inwieweit man dann eventuell sein Kult behandelt. Sind wir eher so ein Kultanführer, der sagt von wegen, boah, wir opfern gerne den einen oder anderen? Dann wäre das natürlich praktisch, ja. Weil dann verlieren die nicht so viel Glauben. Eigentlich gar nicht. Oder sind wir okay, ey, wir lassen die so lange leben, bis die halt irgendwann mal Entschuldigung, ins Gras beißen. Erkrankung, whatever. Wir opfern. Ah, du hast deine Doktrin verkündet, die deinen Anhänger eine neue Eigenschaft verleiht. Diese Eigenschaft wird allen Kultmitgliedern zuteil und beeinflusst, wie ihr Glauben durch Ereignisse verändert wird.
Okay, Doktrin. Ah ja. Musste ich halt echt jedes Mal entscheiden, ja, sehe ich gerade. Okay, das ist natürlich gut. Gut zu wissen, ja. Mich würde interessieren, was das ist. Aber hier kommt man, glaube ich, nicht wieder zurück, ne? Gut, doch. Oh, wären wir da vielleicht auch bei den Doktrinen wieder zurück? Nein. Das wäre natürlich ärgerlich. Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuz beginnst. Ja, ich bin early. Mich würde das ja auch interessieren, was das ist, aber. So. Anführer, es gibt Gerüchte, dass Laurettchen ein Spion ist, von einem feindlichen Kult gesandt, um deine Macht zu untergraben. Du solltest mit dieser Person sprechen und die Wahrheit. Halt dein Maul jetzt! Und die Wahrheit daraus hin. Wir nehmen die Quest an. Wo ist denn Laurettchen? Hä? Glaube ich die hier. Nee, das ist Hawk. Juhu! Nebenbei machen wir auch noch ein bisschen sauber. Wer bist du? Du bist Heinz Dieter. Du bist Laurettchen! Hallo Anführer, was für ein schöner Tag im Paradies. Und wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Nun, offensichtlich ist da etwas im Busch. Du musst mir glauben, Anführer. Kult, okay. Das ist alles. Ich glaube, Snake werde ich, glaube ich, opfern, weil der scheint ein bisschen hier gegen das Laurettchen zu schießen. Naja, wir warten mal ab. Wir warten mal ab. So. Wir müssen Princess, dir werde ich mal, für dich habe ich ein Geschenk. Boah, okay. Nee, hier, warte. Ich will mit. Wer ist das? Das ist Ramsi. Ramsi, mit dir möchte ich mal sprechen. Dir möchte ich nämlich auch gerne was geben. Ja, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dass das jedes Mal zurückgeht, finde ich doof. Okay. So, Nahrung. Weißt du was?
Ach verdammt, da geht jetzt aber glaube ich der Segen gleich runter, ne? Ja, 5. Ach, scheiße. Oh. Hallo, ich will mit dir reden. Außerdem will ich dir sehen geben. So. Dir will ich jetzt auch noch fix sägen? Nein, ich will dir sägen geben. So. Ja, dann geht das nämlich wieder ein Stück hoch. Damit kann man dann leben, wisst ihr? Das ist. Wir gehen und machen ganz schnell und natürlich total entspannt den vierten. Also den vierten Viertelkreis. Wahrscheinlich treffen wir auch schon Lashley. Endlich, lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm. Werde Zeuge wahrer Macht. Irgendeine Keule, was ist das? Icho Auswurf 4. Zum Zielen gedrückt halten. Ein Projektil, das schwarze. Icho, was ist das? Was ist ein Ding? Okay. Aber übel krass. Entschuldigung. So, Tarotkarten. Tarotkarten, ganz, ganz wichtig. Allgemeine Waffenschaden erhöht sich um 1,5 statt. Ach, da. 1,5 statt 1,2. Flüche verbrauch. Schaden. Maschallah, wir nehmen Schaden. Komm, richtig knallen muss es. Ja, maschallah. So richtig Boots! So, okay, wir haben da einen Gang. Wir haben hier einen. Bam! Einfach nur Bam! Ich würde jetzt am liebsten schon wieder das große Maul hören und sagen, weil wir einfach nur die Besten sind. Und dann verliere ich gegen den Boss. Oh, da wäre ich mit Sicherheit auch schon wieder richtig tilt, ne? Das, entweder die Gegner sind hier übel lame. Ah, okay, und solange das liegt und die Gegner flitzen da durch. Was willst du? Deine Behaglichkeit fängt an, mich zu nerven, kleines Lamm. Du hältst dich vielleicht für schlau, du hältst dich vielleicht für Rechenschaft in deinem Dienst an ihm? Aber du solltest gegenüber den Angeketteten nicht so vertrauensselig sein. Nun ja, zum Reden ist es zu spät. So jemand wie du verdient keine Vergebung. Das wird nicht gut für dich enden. Brudi!
Dir werde ich so jämmerlich ins Gesicht treten, wenn ich das bis dato überlebe, weil ich gerade sehe, wir haben auch nur noch 2 Herzen. Jetzt, wir haben nur noch 1,5 Herzen. Okay, das könnte vielleicht beim Boss übel schwer werden. Wir nehmen aber die 10%, um einen kritischen Treffer rauszubelzen. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal dankend mit. Und hoffen, dass wir hier vielleicht auch irgendwo noch ein bisschen Health kriegen. Was echt nice wäre. Ich überlege. Hier sieht es eher, glaube ich, danach aus, dass wir... Weil hier wird es wieder ein, eine Herausforderung sein. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, kaum mehr Leben. Das heißt, in hier würde ich eher damit vermuten, dass es da vielleicht Leben gibt. Das hier verstehe ich nicht. Ach so, doch, der Weg geht dorthin, okay. Das hier wäre halt geil, ja. Also wenn der Weg führen würde, dann hätte ich den genommen. Aber... Komm. Wir müssen fighten. Wir müssen das halt leider so machen. Gegnerische Lebensenergie halbiert. Doppelter Schaden. Alter. Ah, okay. Das ist... Health. Ja, schwierig, ne? Jetzt haben wir aber 2 vollen Herzen. Was ist... Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt alles zu mir, nur das Herz so. Okay, 2,5. Ja. Bis zum Boss verlieren wir dann wieder alles davon. Nee, da gibt's eine Tarotkarte. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Juhu! Hat er eigentlich einen Namen? Klaunek! Erhalte einen zusätzlich. Ich werde. Definitiv. Da werden wir gar nicht drüber reden. Wir werden, denke ich mal, bei dem Boss jedes Leben brauchen, was wir kriegen. Was ist er immer? Der Fischer. Hey Kleiner, lass die Finger von meinen Fischen. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. So nur ein Ritter und so. Ja. Wo sind meine Fische? So ein Idiot. Oh Mann. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wo das ist, fragst du? Komm, ich zeig's dir. Es interessiert mich doch nicht. Okay, wir können fischen. Siehst du ihn jetzt, verschwinde von hier. Wird bestimmt für die Zubereitung für meine Leute sein. Denke ich, Nahrung. Ja, sieht stark danach aus. Oh, es lässt sich gar nicht abbrechen. Fuck. Mehr Schaden, dafür weniger Tempo. Oh, ich konnte mich nur eins für eins entscheiden. Oh,
Okay, krass. Ich dachte, ich kann mich für beide entscheiden. So, jetzt wird es auf jeden Fall interessant. Boots. So. Ist das zu fassen? Da hat er mich echt mit irgendwas getroffen? Kann ich gerade wahnsinnig werden. Ich würde direkt wütend werden, ne? Oh, oh. Verteidigung. Eine einfache Möglichkeit, das Dunkle zu erhellen. So eine Art Straßenlaterne. Das finde ich cool. Holzlaterne. Oh, die werde ich mit Sicherheit nachher auch gleich mal bauen. Mal ein bisschen... Vielleicht machen wir es nächste Folge. Ja, machen wir nächste Folge. Dann fangen wir mal an, unseren Kult allgemein ein bisschen aufzuhübschen. Wege bauen, Unterkünfte richtig irgendwo hinschwarten. Und. Das wird... Oh. Ich habe jetzt zweimal auf den Turm gekriegt, ne? Fuck. Das heißt, ich muss beim Boss richtig aufpassen. Fuck. Ich finde das doof, dass man das nicht abbrechen kann. Nee. Ist zwar schneller, aber ich bin für mehr Schaden. Ich denke mal, dass ich damit vielleicht besser bin. Also besser bedient bin. So, auf geht's. Kaffeepause muss auch mal sein. Mahlzeit. Ich bin der Inspektor. Ich habe dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, dieser albernen Maskerade ein Ende zu bereiten. Lashy! Mashallah. So, auf geht's. Das reicht nicht. Muss ein bisschen... Oh nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht.
Oh. Nur noch ein Herz. Das könnte eng werden. Ja, das könnte wirklich eng werden. Boots, Junge! Komm, einmal noch. Bam! In your face. Uff. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses Herz verzehren, um neue Kronfähigkeiten freizuschalten. Gehe zum Altar deines Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Money, money, money. Eine Trophäe für das Töten von Lashy. Düsterholz. Oh, Brudi. Kostet ganz schön viel. Hä? Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber kriegt man mit Sicherheit noch raus. Also wenn ich überlege, was hier noch so alles rumliegt. Also was wir noch erkunden müssen. Eine neue Tierform. Die, also, meine Anhänger können dann diese Form annehmen, ne? Das wollte ich jetzt nicht sinnlos vorlesen. Das wäre jetzt wirklich Quatsch. Bam! Ketzer besiegt. Ah! Wir kriegen sogar noch einen Bonus. Das finde ich cool. Lashy wurde von dir hinweggefegt. Wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Das hättest du mir auch per SMS schreiben können. Ah ja, oder WhatsApp. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Das ist eine verdammt gute Frage. Euer Herr und Meister ist zurück. Achso. Reparieren. Hallo? Ja, göttliche Inspiration. Achso, ich muss das, glaube ich, erst ausgeben, ne? Moment, Moment, Moment. Ich hätte gern die Unterkunft. Einfach Dekoration. Danach werden wir, glaube ich, mal Richtung Holzplatz und Steinmine gehen. Reicht nicht! Muss ich das selber... Ich muss das, glaube ich, selber ernten, ne? Das ist natürlich doof, dass der das nicht automatisch macht. Nein. Also, er haut da nur die Samen rein und wässert das Ding, aber er sammelt es leider nicht selber. Das ist echt schade. Wie viele Bären haben wir denn eigentlich? Boah, 67. Da können wir den eigentlich auch mal was Geiles zusammenschustern, oder? 11 Mahlzeiten. Okay. Ich sehe gerade, die Zeit ist ran. Die Zeit ist ran. Maschallah. Oh, ach nee, warte mal. Minus, ne? Das geht runter. Minus 25%. Dass eine Krankheit ausgelöst wird. Das ist natürlich vorteilhaft.
gibt's ja eigentlich, hier gibt's was Positives. 25% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Ist okay. Aber... Ach nee, warte mal. Wenn das negativ ist, dann... Es ist 10% höher, dass sofort Ferkeleien... Nee, dass sofort Krankheiten ausgelöst werden. Sofort... Jetzt raff ich das, glaube ich, gerade erstmal. Vor allem dabei ist das schon eine 2-Sterne-Rezept, ja. Juhu! Was willst du denn? Bah! Dieser Ort ist widerlich. Wenn du das nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Dafür hast du eigentlich direkt eine Schelle verdient. Wer war denn das? Ich glaube Princess, ne? Weil hier ein verdammter Kackhaufen rumliegt. 2, 3. Ja, okay. 4 hier liegen. Räume Kothaufen weg. 4 von 5. Okay. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Nein. Oh, ich will diese komische Statue hier. Oh, was nehmen wir? Ein Holz, ne? Ich denke mal, wir nehmen erstmal Holz. Also schalten wir jetzt ganz fix frei. Kavusch. So. Und in der nächsten Folge werden wir in unseren Tempel gehen. Wir haben ja eine Doktrin, die werden wir einsetzen. Und werden mal so ein bisschen das Herz, was wir erbeutet haben, werden wir noch mit rausballern. Dann in der nächsten Folge werden wir mal hier unser Fleckchen ein bisschen schöner machen. Wir werden mal gucken, wo wir die ganzen Häuser hinhauen. Müsste auch mal gucken, wie man das ja alles wieder abreißt, weil wir müssen halt wirklich ein bisschen eventuell umdisponieren. Für 2 Holz haben wir ganz schön lange gehackt. Müssen ein bisschen umdisponieren, ob ich vielleicht die Schlafplätze alle hier rüber haue, also auch die ganzen Häuser. Da drüben halt Feld und Küche lasse. Da müssen wir halt wirklich mal schauen, wie wir das in der nächsten Folge machen. Aber das halt erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.